Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 315. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du uns durch dein Wort ansprechen möchtest, jeden Tag aufs Neue. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns demütig machst, dass du unseren Charakter veränderst durch die Kraft deines Heiligen Geistes und dass wir aus dem, was wir jetzt lesen, etwas ganz Praktisches mitnehmen können. Für unseren Alltag, das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Samuel und beginnen heute mit Kapitel 11. Zuvor ist Saul zum König Israels gewählt worden, aber hat aus lauter Demut die Herrschaft noch gar nicht richtig begonnen. Wir lesen in Vers 1: Und Nahas, der Ammoniter, zog herauf und belagerte Jabes in Gilead. Da sprachen alle Männer von Jabes zu Nahas, schließe einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienen. Es ist genau das Jabes, das am Ende von Richter in der Geschichte um die Missetat der Benjaminiter nicht mitgekämpft hatte gegen die Benjaminiter. Das wollen wir ja noch ein bisschen im Hinterkopf jetzt gleich behalten. Aber Nahas, der Ammoniter, antwortete ihnen, unter dieser Bedingung will ich mit euch einen Bund schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit auf ganz Israel Schmach bringe. Sie wollten ihr Leben retten, aber die Bedingungen, einen Bund mit den Ammonitern zu machen, waren ganz schrecklich und schlimm. Da sprachen die Ältesten von Jabes zu ihm, gib uns sieben Tage Frist, dass wir Boten senden, das ganze Gebiet Israels, wenn es dann niemand gibt, der uns rettet, so wollen wir zu dir hinausgehen. Da kamen die Boten nach Gibeah Saul und sprachen diese Worte vor den Ohren des Volkes erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam gerade Saul vom Feld hinter den Rindern her und sprach: Was hat das Volk, dass es weint? Da zählten sie ihm die Worte der Männer von Jabes. Da kam der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte und sein Zorn entbrannte sehr. Wir kennen diese Formulierung aus dem Richterbuch. Es ist diese Formulierung, die anzeigt, dass der Geist Gottes einen der Richter benutzt, um eine große Erweckung herbeizuführen und vor allem einen großen Sieg, eine große Errettung für das Volk zu erringen. Wenn Gottes Geist uns erfüllt, dann sind wir bereit, für das Volk Gottes einzustehen, für Gottes Sache zu kämpfen. Saul handelt hier eigentlich wie einer der alten Richter. Und er nahm ein Gespann Rinder und zerstückelte sie und sandte Stücke davon durchboten in alle Gebiete Israels und ließ sagen, wer nicht auszieht, Saul und Samuel nach, mit dessen Rindern wird man es genauso machen. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, sodass sie auszogen wie ein Mann. Und diese Geschichte hier wirft jetzt plötzlich Licht auf die so dramatisch abgrundtiefe Geschichte, die wir am Ende des Richterbuches gesehen haben, wo der Mann seine nebenfrau die missbraucht worden war in benjamin also in, in, dem, im, in dem gebiet des stammes benjamin wo diese frau dann von ihm zerstückelt worden ist und in das ganze gebiet von israel gesandt worden ist und was wir damals nur erahnen konnten wird hier ganz deutlich der die idee damals war dass jeder der nicht sich anschließt dem Kampf gegen die Benjaminiter, um diese Sünde zu bestrafen, der wird selbst so ein Urteil erlangen. Und deswegen sind damals die ähm, Bewohner von Jabes, die ja jetzt wieder eine Rolle hier spielen, nur in einer ganz anderen Funktion, damals die Bewohner von Jabes dann auch mit dem Schwert angegriffen worden. Und er musterte sie bei Besek. Und es waren 300.000 von den Söhnen Israels und 30.000 von den Männern Judas. Und sie sprachen zu den Boten, die gekommen waren, so sollt ihr zu den Männern von Jabes in Gilead sagen, morgen soll euch Rettung zuteil werden, wenn die Sonne am heißesten scheint. Als die Boten kamen und dies den Männern von Jabes verkündigten, da wurden sie froh. Was macht uns im Alltag froh? Was ist das, was uns ähm, fröhlich macht? Es ist die gute Nachricht, dass Rettung kommt dass wir nicht den Versuchungen und den Schwierigkeiten und den Angriffen Satans schutzlos ausgeliefert sind. Nein, die gute Nachricht ist, dass wir gerettet werden können und dass Gott sich eingesetzt hat, persönlich, um uns aus aller Gefahr, die uns droht, zu rennen. Und die Männer von Jabes sprachen, morgen wollen wir zu euch hinauskommen. Dann könnt ihr mit uns tun, was euch gefällt. Und es geschah am anderen Morgen. Da stellte Saul das Volk in drei Abteilungen auf, und sie drangen um die Morgenwache ins feindliche Lager und schlugen die Ammoniter, bis der Tag am heißesten war. Die übriggebliebenen aber wurden so versprengt, dass nicht zwei von ihnen beieinander blieben. Da sprach das Volk zu Samuel, wer sind die, welche sagten, sollte Saul über uns herrschen? Gebt diese Männer her, damit wir sie töten eben übereifer. Eifern Sie jetzt für die Ehre Sauls. Aber zu diesem Zeitpunkt ist Saul noch so nah bei Gott, dass er von so etwas nichts wissen will. Saul aber sprach, es soll an diesem Tag niemand sterben, denn der Herr hat heute Rettung gegeben in Israel, hätte er sich nur an diese Idee erinnert. Wir werden schon in den nächsten Tagen sehen, dass genau dieses Motiv wieder auftaucht und dass Saul dann nicht mehr so denkt wie hier. Er es ausgesprochen hat und Samuel sprach zum Volk: Kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und das Königtum dort erneuern. Jetzt war klar geworden, dass Saul tatsächlich, wenn mit dem Geist Gottes verbunden, über die Fähigkeiten verfügte und auch den Einsatz zeigte, um eine echte Hilfe in Israel zu sein und damit zu einem Typus zu werden zu einer Illustration für das, was Gott als ihr eigentlicher König ja tun wollte und konnte. Da ging das ganze Volk nach Gilgal und machte dort Saul zum König von dem Herrn in Gilgal. und sie schlachteten dort Friedensopfer vor dem Herrn und Saul und alle Männer Israels freuten sich dort sehr. Samuel aber sprach zu ganz Israel: Siehe, ich habe eure Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt. Und habe einen König über euch gesetzt. Und nun, siehe, da geht euer König vor euch her. Ich aber bin alt und grau geworden. Und siehe, meine Söhne sind bei euch. Ich aber bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis zu diesem Tag. Hier bin ich. Übrigens, genau dieselbe Formulierung, die wir schon aus 1 Samuel 3 kennen. Wo Samuel mit diesen Worten sich auch gegenüber Gott dann vorgestellt hat. Hier bin ich. Legt Zeugnis ab gegen mich, vor dem Herrn und vor seinem. Dieses Hier bin ich drückt letztendlich auch etwas in die Haltung eines Dieners aus. So kommt ja der kleine Samuel zu Eli und sagt: Hier bin ich, rede her. Und so sagt er das dann auch zu Gott: Rede her, denn dein Knecht hört. Samuel zeigt, dass er als Richter immer auch ein Diener des Volkes gewesen ist. Einer, der sich nicht aufspielt, um Macht auszuüben, sondern der sich für die Interessen der Armen und Schwachen einsetzt, der dem Volk dient. Wann immer wir eine Position in Gottes Gemeinde haben, sei so sie kleiner oder größer oder in welcher Form auch immer, ist es unsere Aufgabe, den denen, für die wir Verantwortung tragen, zu dienen. Wessen Ochsen habe ich genommen oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wen habe ich misshandelt? Von wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, dass ich ihm zuliebe ein Auge zudrückte? So will ich es euch erstatten. Samuel möchte ganz deutlich machen, dass er ohne jede Abweichung von einem äh, integren Weg, von einem Weg der Aufrichtigkeit äh, auf diesem Weg gegangen ist. Und er, er möchte, falls er irgendwo vielleicht auch unbewusst einen Fehler gemacht hat, ganz im Reinen mit dem Volk enden. Und nicht zwischen sich und dem Volk stehen haben. Auch wir sollten uns ehrlich die Frage stellen, gibt es irgendwo in unserem Leben etwas, wo wir Menschen falsch behandelt haben? Sie sprachen, du hast uns nie übervorteilt, noch uns unterdrückt, noch von jemandes Hand irgendetwas genommen. Er sprach, der Herr ist Zeuge gegen euch und sein Gesalbter, also der König, ist Zeuge am heutigen Tag, dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprachen, er ist Zeuge. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir diese gute Nachricht jeden Tag aufs Neue hören können. Dass obwohl wir angegriffen werden, obwohl wir belagert werden durch schlechte Gedanken, durch Sünde, die uns verführen will, durch verschiedene Dinge, die unser Leben behindern und schwierig machen, dass wir immer wissen dürfen, dass du, Herr Jesus, unser Retter bist, dass du unser wahrer König bist und dass der Heilige Geist in unserem Leben Großes vollbringen möchte. Dafür danken wir dir, dass wir fröhlich sein dürfen in dir. Das bitten wir und danken im Namen Jesu. Amen.